Hallo ihr Vögel und herzlich willkommen zur ersten Folge und diesmal habe ich sogar hingekriegt Take It Light mit dem lieben Jonas aka Gaming Profi. Hallo, ich mach mal die Zeit nochmal auf Tag, weil es ist direkt Nacht geworden, als es losging. Und das ist ja etwas kontraproduktiv. Ja, produktiv. Wir machen Let's Play Together. Take It Light. Und ich freue mich auf jeden Fall. Es ist wirklich jetzt. Wir haben irgendwie schon 2 Stunden gezockt und haben auch aufgenommen. Bloß beide Male hatte ich Probleme mit der Festplatte. Das war gestern, aber jetzt müsste es klar gehen. Oh. Übrigens Aufnahmeversuch Nummer 4 jetzt hier, ne? Ja, also okay, der eine Versuch war ja nicht lang, weil da habe ich ja sofort abgebrochen, mehr oder weniger. Ja. Wir sind mittlerweile auch schon ein bisschen eingespielt, könnte man sagen. Ja, wir wissen zumindest, wie wir anfangen müssen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall gut. Sehr gut. Ich necke erstmal ein bisschen Holz. Ich mach genauso. Ich würde sagen, dann gucken wir mal, dass wir. Ich mache. Ich töte das erstmal die Schafe, damit wir Wolle bekommen. Das ist so erstmal das Wichtigste. Denn wir wollen ja, dass es Tag ist und warum. Das kann ich auch noch erklären kurz. Wir hatten uns vorgenommen, auf Solarenergie zu gehen hauptsächlich. Mhm. Und für Solarenergie braucht man folgerichtigerweise auch Sonne. Wahnsinn. Diese die Kombinationsfähigkeit. Ja, das so in der Schule wird da wieder immer für gelobt. Eben, sowieso. Okay, ich mache mich mal auf die Suche hier nach ein bisschen Stein. Genau, dann bring am besten nochmal Stein für mich mit, weil dann muss ich es nicht so rumgehen. Das ist ja für mich leichter dann. So, ich habe schon mal 2 Betten, das ist perfekt. Und dann sind wir schon mal weiter als sonst immer. Weil sonst ist immer an den Betten gescheitert. Aha. Und wir brauchen, das hatten wir in den letzten Aufnahmen immer, hatten wir immer viel Glück damit, dass wir immer gleich eine Höhle hier hatten, aber diesmal sehe ich so auf Anhieb keine. Ich weiß aber, wo eine ist. Okay. Hast du Stein, dann komm einmal kurz raus hier nochmal aus deinem Loch. Jo, Moment. Damit wir so ich hab noch Eisen. Aber das kann perfekt. Ich jetzt eh nicht abbauen. Mit einer Steinschwissergrille. Achso, hast du noch nicht. Nee, aber da mache ich noch eine schnell und dann. Wir wollen ja hier kein Eisen verschenken, ne? Weil das brauchen wir eh ohne Ende bald. Genau. Dann werfen wir am besten eine Steinspitzhacke einmal zu. Eine Holzspitz. Nee, Stein. So, ich brauche nur Stein. Danke bei dir. Ah, cool. Okay. Ich gehe auch mal hier runter und hol mir ein bisschen Start-Equip an Stein. Wir versuchen jetzt am Anfang wirklich sehr produktiv hier durchzurushen, weil am Anfang die ersten Schritte kennen wir schon, wo wir jetzt 1,5 Stunden für gebraucht haben am Anfang. Wäre es cool, wenn wir das jetzt so in 1 Stunde schaffen könnten. Oh. Aber ich glaube, das ist möglich. Machen wir erstmal ein Steinschwert. Das kann man auf alle Fälle schaffen. So. Okay, komm da mal raus am besten aus deinem Loch. Ja. Also Essen ist ein bisschen momentan das Problem, weil ich hier keine Schweine gesehen habe bis jetzt oder keine Tiere. Außer halt die Schafe. Okay. Ja, auf jeden Fall schon noch irgendwas, also. Ja, hier sind so ein paar Hühner, allerdings, so das war es. Muss mein PC vielleicht noch ein bisschen lauter. Ich höre es, ey. Der geht richtig ab. Ja, das wird auf jeden wieder ein Spaß bei der Rauschentfernung. So. Okay. Ich bin hier hinten. Siehst du mich? Jo. Ich bin bei dir. Ich sehe da hinten ein Rubber Tree so. Das da oben, diese Spitze da, Leute, das ist so eine Rubber Tree Dingens. Ja. Ich habe 4 Schicken, also wir könnten ein bisschen braten, aber. Ah, da sieht so aus, wenn. Ja, hier ist eine Höhle, glaube ich, oder? Jo. Oh Gott, 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 ich kann nicht mehr sprinten, scheiße. Achtung! So, jetzt muss ich was essen. Okay, ich snacke mal kurz ein bisschen Kohle, denn ich sehe 0. Hast du die Grafikeinstellung auf hell gemacht? Ja, ich glaube schon. Ja. Und ich sehe trotzdem 0. Pack hier mal bitte Kohle rein, einmal. Muss ich kurz noch welche abbauen. Ich habe wirklich nur ein Stück gerade eben abgebaut. Okay, okay. Um erstmal ein bisschen Beleuchtung reinzubringen, ne? Weil es wäre gut, wenn sich meine Herzen regenerieren würden. Ja, wäre optimal, ne? Das hätte latente Vorteile. Ja. So, gehst du nach da unten? Ich guck. Oh Gott, ich kann nicht mehr laufen, Alter. Und irgendwo höre ich eine Spinne, die macht mir brutal Angst. Okay, hier ist einfach nichts drin. Okay, das ist ja wirklich mal gut. Hier ist noch ein bisschen Kohle, die können wir noch mitnehmen, auf alle Fälle. Alter, ey, ich hab einfach nur Scheiße. Also, es geht auf jeden Fall perfekt los, hier geht's auch nicht weiter. Wo ist denn diese Spinne? Hörst du das auch? Ich hab's da oben gehört, ja, aber hier unten nicht mehr. Ey, kann der noch ein bisschen lauter das vielleicht machen? Das ranzt mich gerade ab. Ich guck mal weiter. Sie juckt.
Ja, typisch. Ah, da oben habe ich Schweine gesehen. Perfekt. Nice. Nasenjucken ist wirklich so eine typische Aufnahmeerscheinung. Ja, ne? Irgendwie richtig krass ist das. Bei mir ist es auch super oft. Gut, also Essen sollte am Anfang jetzt doch nicht so das Problem werden. Okay. Weil Schweine droppen hier immer irgendwie zwei Fleisch. Jedes. Oh, jetzt sogar drei. Wahnsinn. Läuft bei denen. Läuft bei uns. Bei den Schweinen läuft. Ja. Ach Gott, ey, laufen, Jonas, laufen. So. Bin oben. Okay. Ah, ich habe hier noch eine Höhle gefunden. Perfekt. Aber die sieht auch nicht wirklich. Kopper, nice. So, sehr gut. Wie viel Eisen hast du jetzt eigentlich da gefunden vorhin? Ich habe hier ganze 6 Eisen. Ey Leute, ich hoffe, der PC ist nicht zu laut. Na, meiner legt auch ziemlich laut los hier. Aber auch Rauschentfernung regelt, ne? Ja, hier ist noch ein bisschen Eisen, perfekt. Perfekt. Also wir brauchen wirklich unglaublich viel Materialien. Das hat sich bei unserer ersten Aufnahme auf jeden Fall gezeigt, wie viel wir da rausgeholt haben und naja. Trotzdem jetzt nicht wirklich so das OP-Equip dann hatten. So wird es ja der PvP ja ausdrücken. Eben. Ist hier noch eine Höhle? Oh, hier haben wir noch ein paar Rohstoffe, wie ein bisschen Eisen noch. Oh ja, das ist gut. Ich habe zumindest sehr viel Kupfer gefunden. Das. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Oh, ich habe auch eine Zip. Oh ja, geil. Ja, geil. Oh ja, hey. Oh, ja, hey. Also hier ist richtig viel Stuff auf jeden Fall. Da können wir uns schon mal ein bisschen bedienen dran. Ja, ich habe auch ein bisschen was gerade gefunden. Das ist wirklich im Großen und Ganzen momentan ein recht guter Start, mehr oder weniger. Sah erst nicht so danach aus, aber es sieht gut aus momentan. Okay, da ist ein Zombie und ich ein Skelett und ich habe auch keine Fackeln mehr, aber Sticks habe ich noch dabei. Und ich habe Kohle. Am Anfang ist ja Kohle gar nicht mal so unwichtig. Weil Kohle ist am Anfang wirklich so das einzige Mittel, um Energie zu erzeugen. Oh Gott, ich muss ja... Ey, wenn ich sterbe, sind wir gefickt, weil ich 2 Betten habe. Okay. Dabei habe also... Ich muss ja erstmal raus, ne? Also hier ist gerade richtig unsafe. Ah, hier ist Dirt. Dirt. Boah. Frame-Einbruch hatte ich hier gerade irgendwie, aber jetzt geht's. Also Kupfer habe ich wirklich schon mal recht viel. Uranium hier auch noch. Mhm. Uranium-Atomenergie ist ja nicht so unser Ding, ne? Nee. Schön alles erneuerbar muss ja gemacht werden, ne? Ja, auf jeden Fall. So, na komm schon. Oh, das Schwein, ne? Ohne Waffe ist das so schwer zu besiegen. Jetzt. Ja, das Schwein ist wirklich OP. Das Schwein ist auch zu gut, muss ich sagen. Ah, die haben das richtig drauf. Also ich habe jetzt hier auch ganz gut hingefunden. Oh, da noch mehr. Und Eisen, auch perfekt. Oh ja, hier gerade richtig gute Quelle. Und das jetzt hier auch noch Tin. Oh ja. Nice. Sehr, sehr geil. Alter, wie viel Tin ist denn hier? Das waren, glaube ich, so 2 ineinander geschmolzene Quellen irgendwie. Das ist auf jeden Fall gut. Sehr gut, sage ich. Sehr gut. Hier ist noch super viel Eisen. Also es läuft am Anfang. Es läuft. Oh. Ja. Oh. Ja. Kann man so sehen. Aber nur 7, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Also die Folgen werden immer so am Stück aufgenommen, zumindest meistens. Heißt, wir nehmen vielleicht mal eine Stunde auf oder so und schneiden das in 4 Teile. Das bedeutet, es gibt nicht vor jeder Folge eine Begrüßung. Korrekt. Korrekt geregelt, ne? Genau, so können wir einfach deutlich mehr hochladen und es kommt ja letztlich nicht auf die Begrüßung an, sondern was im Video passiert und das ist ja für mich immer das gleiche. Also wundert euch nicht, wenn wir euch nicht begrüßen, das ist, wir sind unhöflich. Gar nicht das. So, hier ist nochmal wunderschön viel Kupfer. Alter, läuft bei mir. Ich habe irgendwie bestimmt ein halbes Stack Kupfer und Eisen und sowas. Oh. Okay. Ich sollte mir ein Schwert machen. Mein PC ist schon laut. Ey, meiner ist lauter, doch fertig. Nee, doch nicht, so viel war es gar nicht, wie ich im Gefühl. Ich ist wirklich ein Loch und ich fall rein. Ja, bei mir vorhin auch. Einfach so, da denkst du. Ich hab ein Eisen abgebuddelt und unter mir ging's in eine Höhle. Und da gehe ich jetzt auch wieder rein. Denn da lag ein bisschen Stuff. Den will ich haben. Endlich. Und hier ist was ganz Nices, was ich gefunden habe, nämlich Ruby. Ruby ist ja. Also zumindest sowas ähnliches. Rubine, ne? Genau. Kann ich... Ich brauche dafür ein... Ach, von unten kommt so ein Piss-Skelett. War die Rechner, nur die laufen hier auf Hochleistung und es ist warm und... Ja. Es sind nicht gerade Top-Bedingungen hier, unter denen wir aufnehmen, ne? Nee, es ist aber auch wirklich scheiße heiß draußen. das macht das Ganze nicht unbedingt leichter und erträglicher, muss ich sagen. Ich würde mir einfach hier mal eine Eisenspitzhacke gönnen, ne? Einfach. Ich genauso, ja.
um mal ein bisschen den Stuff besser abbauen zu können. So, da haben wir Tinten. Jo, PC, halt doch irgendwann mal die Schnauze, bitte. Irgendwann einfach mal ausnahmsweise mal Fresse halten. Ey, ohne Spaß, der fickt mich ja so hart ab, ey. Ach ja, ey, wie? In das Mädchen noch wie eben? Neu. Boah, hier ist sehr viel Kohle, hier nice. Hier geht's wieder raus. Hier ist noch mehr Eisen. Also Kohle, wir haben so diese Anfangssachen auf jeden Fall schon mal. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Rubber finden. Da ja, der Rubber Tree sagt, dass der, da gibt's einen irgendwo dort oben, ne? Genau. Aber nur einen, so wie es aussah. Also, okay. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen rumlaufen, aber ich finde die Region, wo wir sind, recht cool, so. Ja. Also ich mag irgendwie Berge oder Wald, finde ich jetzt nicht so toll. So am Wald ist ganz gut. Ja, wir haben, wenn du mal oben auf die Minimap guckst, haben wir auch Wasser, ne? Über uns, also so nördlich von uns, ein extrem freies Feld. Also falls wir irgendwann mal mit Windenergie was machen wollten. Da müssen wir aber hoch sein für Windenergie, glaube ich zumindest. Okay. Gut, aber so ein freies Feld kann ja bestimmt auch nicht schaden, ne? Nö. Ist ja immer ganz gut. Im Großen und Ganzen nicht. Ja. Ja, PC, vielleicht noch bisschen lauter bitte, noch bisschen lauter. Okay, also Eisen habe ich ja auch schon eine Menge gefunden. Das ist optimal. Also noch nicht eine gigantische Menge, aber... Eine Menge halt. So nicht ja. Gigantisch, aber Menge. Eine Menge. Nämlich 8. 8 ist besser als 12. Ja, nee, eigentlich nicht, aber okay. Mathe. Hey, lol. Ach, hier. Aber Kohle ist ja gut. Oh, hier ist noch mehr, was ich brauchen könnte. Nehme ich jetzt wirklich Rubbies? Also Rubine. Ja, also seid nicht wütend auf uns, falls wir hier jetzt erstmal nur 1-2 Folgen lang oder so in irgendwelchen Minen rumkraxeln. Genau, das ist einfach, wir müssen am Anfang wirklich viel farmen gehen. Ja, und dann geht's erst richtig los mit dem ganzen Technikzeug. Genau, also erstmal wirklich so unser Start-Equip zusammensuchen, auch wenn das momentan ganz gut läuft. Ne, Silver Ore braucht man nicht, glaube ich zumindest. Lol, dann noch was ein los? Nicht sterben, ne? Nee. Dann wäre ich auch wirklich böse auf mich selber. Wäre ich gerade dann 5 Level verkacken. Von wo? Ich verrecke jetzt gerade wirklich. Nee, ne? Doch, weil ich weiß nicht, von wo ich angegriffen werde. Ja, renn einfach. Im Kreis? Ja. Gut. Noch potenziell schön. Gut, ne? Nochmal Tin-Ohr. Boah, ich dachte schon, du bist gestorben, ne? Einfach so richtig. Er sagt nichts, er verreckt einfach. Also Tin habe ich Unmengen gefunden. Okay. Ich habe auch schon mal 12 Copper, 8 Tin, 8 Eisen und 5 Quarz. 2 Saphire, 3 Eisen gebrannt. Also ich bin sogar noch etwas erfolgreicher gewesen bis jetzt. So zumindest. Okay. Ich kann einmal gleich vorlesen, was ich so habe, aber ich baue gerade noch ab. Weil ich habe sehr große Vorkommen Tin anscheinend. Ja, das ist gut. Silver, ja, das ist Silver. Silver will ich nicht mitnehmen. Also Silver kann man vergessen, so viel ich weiß. Okay. Geht's hier rein. Ja, Skelett, schieß auf mich, hemmungslos einfach. Eiskalt, schieß es drauf. Leute, von wo kommen die Viecher denn überall? Nein, ich verreck. Nee. Ich hab ein halbes Herz, ich hab ein halbes Herz. Renn. Nicht oh sterben. Gott, da ist eine Spinne, aber die kann ich da lang. Gut. Wenn jetzt die Lage sich so etwas entspannt hat, dann könnte ich ganz geschillt hier aus dieser Höhle kommen, weil ich habe ein wenig Angst momentan. Ich habe 32 Copper, ich habe 39 Tin und 6 Eisen. Okay. Hä, nur 6 Eisen? Okay, das kam mir jetzt wirklich mehr vor. Aber Jüle. Ach, hier ist noch Lava, nice. Hier habe ich natürlich auch wieder ein bisschen eine gute Eisenquelle gefunden. Oder wollen wir nicht vielleicht doch jetzt erstmal rausgehen, wirklich schon mal ein bisschen anfangen? Ich weiß es nicht so genau, was jetzt das Beste wäre. Können wir gleich machen. Ich will ja wirklich bloß noch mal kurz die Kohle mitnehmen und so. Aber wir brauchen ja die Materialien, weil sonst können wir ja nicht viel bauen, ne? Ja, das stimmt schon. Aber wir können ja zumindest schon mal so ein paar Grundlagen bauen. Ich mache mir jetzt erstmal ein vernünftiges Schwert, damit ich hier nicht in der Höhle direkt verrecke. Weil meine größte Angst ist einfach zu sterben momentan. Okay. Ja. Wie wird das Projekt hochgeladen? Das können wir vielleicht auch mal ansprechen. Achso, ja, täglich, ne? Täglich. Recht kurz zusammengefasst.
Trotzdem wird aber noch weiter PvP auf unsere beiden Kanälen kommen. Ja, also ich versuche halt wirklich, genauso wie du, denke ich, jeden Tag